Arbeiter. Wir strecken die Hände nacheinander aus, aber es ist vergebliche Mühe. Wir reiben nur das grobe Leder aneinander ab. Ich sehe keinen Grund, der uns länger zum Töten zwänge. Die soziale Revolution ist noch nicht fertig. Wer eine Revolution nur zur Hälfte vollendet, gräbt sich selbst sein Grab. Das Laster ist zu gewissen Zeiten hochverraten. Ja! Angst da. Aber du darfst es nicht verbannen. Um Himmels Willen, Maxim, das wäre doch undankbar. Du bist ihm viel zu viel schuldig. Durch den Kontrast, nämlich. Was wärst du ohne mich? Die Revolution ist wie Saturn. Sie frisst ihre eigenen Kinder. Wir haben nicht die Revolution, die Revolution hat uns gemacht. Wir haben nur wenige Köpfe zu treffen und das Vaterland ist gerettet. Ja, wir müssen die alte Leiche mit Anstand begraben. Wie Priester, nicht wie Mörder. Der Lasterhafte ist der politische Feind der Freiheit. Er ist ja umso gefährlicher, je größer die Dienste sind, die hier scheinbar erwiesen. Der gefährlichste Bürger ist derjenige, welcher leichter ein Dutzend rote Mützchen verbraucht, als eine gute Handlung vollbringt. Sie werden es nicht wagen. Robespierre fingerte auf der Tribüne. Er sagte, die Tugend muss durch den Schrecken herrschen. Sagte, der Freiheit gegenüber kenne er keine Rücksicht, er würde alles opfern. Sich, seinen Bruder, seine Freunde. Das war doch deutlich. Ja, man braucht bloß die Skala herumzukehren. Schon steht er unten und schickt uns auf die Guillotine. Du zitterst, Georg. Ja, dann soll ich nicht zittern. Der Wohlfahrtsausschuss hat meine Verhaftung beschlossen. Man hat mich gewarnt und mir einen Zufluchtsort angeboten. Sie wollen meinen Kopf. Sie wollen mir den Kopf abschneiden, Kamin! Meinetwegen, sollen Sie ihn nehmen. Was liegt daran? Mit den Girondisten, mit den Fremden und mit der Fraktion Ludwigs des 17. ganz beliebt zu sein. Die Revolution setzt mich in Ruhe, jedoch auf andere Weise, als ich dachte. Wieder so machen werden, dass wir obendrein noch aus zwei Hälften bestehen, die beide das gleiche tun, dass alles doppelt geschieht. Das ist sehr traurig. Du sprichst in einem ganz kindischen Ton. Ja, Sterbende werden oft kindisch. Du musst dich deinem Zorn überlassen! Lass uns wenigstens nicht entwaffnet und erniedrigt sterben! Du hast ein schlechtes Gedächtnis! Wir werden der Republik ein großes Beispiel geben.